Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich in Altenberg am Schöllerhof Wanderparkplatz. Von hier aus möchte ich auf die Schwarzpulverroute gehen. Das ist die 4. Etappe auf den Odenthaler Themenwegen. Mich erwarten heute etwa 8 Kilometer, 160 Höhenmeter rauf und nachher auch wieder runter. Es ist Mitte August 2019, angenehmes Wetter zum Wandern. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann laufen wir jetzt mal los. Hinter mir ist der Schöllerhof. Das war seit 1880 Verwaltungs- und Versandstelle von der Vereinigten Pulvermühlenfabrik. Und hier lautete eine große Gefahr, denn das Schwarzpulver, das war natürlich hochexplosiv. Und man musste genau gucken, dass hier keine Explosion zustande gekommen ist und auch kein Brand und kein Funke irgendwie eine Gefahr ausgelöst hat. Hier hinter mir sieht man die Pulverfabrik Aue, die seit 1873 zu den rheinisch-westfälischen Pulverfabriken gehörte. Man musste hier also wirklich sehr gut darauf achten, dass das Pulver nicht mit Wasser in Verbindung kam oder mit einem Funken, denn das löste sofort katastrophale Folgen aus. Man hat die Pulverproduktion von Köln hier in das Bergische Land verlegt, weil hier ideale Bedingungen waren. Es war Wasserkraft vorhanden und mit Hilfe von der Wasserkraft konnte man halt diese Mühlen betreiben, die man benötigte. Hier war genügend Wald vorhanden, sodass man aus dem Holz der Bäume über die Köhlerstellen Kohle herstellen konnte. Und das brauchte man ja neben Salpeter und Schwefel für die Pulverproduktion. Ich bin mal gespannt, wie viele Hinweisschilder ich noch finde. Ich bin ganz überrascht, dass ich hier überhaupt Hinweisschilder finde. Denn bisher war das auf den anderen Routen nicht so. Es war eine positive Überraschung, finde ich. Dieser Standort hier im Bergischen Land eignete sich hervorragend für die Pulverproduktion. Denn nur hier gab es in der näheren Umgebung von Köln genügend Wasser. Dieses Wasser kam von oben. Und das Wasser, das wurde dann durch die Bäche sozusagen nach und nach aufgestaut in mehreren Staustufen. Und so konnte man ausreichend Wasser für die Pulvermühle in Maria in der Aue bereithalten. 1140 mm im Durchschnitt regnet es hier pro Jahr. Das ist schon eine ganze Menge. Und das war für die damalige Zeit auch besonders gut und notwendig, denn sonst hätte man diese Pulverproduktion irgendwo anders durchführen müssen. Hinter mir ist jetzt der Bach in der Aue und so wie man ihn rauschen hört, das hört sich ja schon ganz gut an, ist da auch ordentlich Power und ordentlich Energie hinter und ich denke mal, dass das früher wirklich gut genutzt werden konnte, um hier die Pulvermühlen zu betreiben. Während die Dünn so entspannt vor sich hin plätschert, kann ich ja vielleicht mal was zum Weg sagen. Also der Weg wird benutzt von Wanderern, klar, von Radfahrern, von Reitern, von Familien, die mit dem Kinderwagen hier unterwegs sind. Das finde ich sehr gut. Dadurch erklärt sich natürlich auch, dass es gut ist, wenn man dann hier etwas einen breiteren Weg hat. Der Weg ist sehr, sehr gut ausgebaut und von der Wegbeschaffenheit her würde ich sagen, ist das Waldboden mit ja, ein bisschen Schotter unten drunter, das kann man sehr, sehr gut laufen. Yeah, yeah, yeah.
Hier nach der Brücke wird der Weg jetzt ein bisschen anders. Er ist jetzt schmal, ein bisschen glitschig. Viele Steine liegen hier auf dem Weg, deswegen muss ich auch immer mal wieder nach unten gucken, damit ich nicht über die Steine falle. Ja, das ist jetzt hier mehr so ein normaler, schöner Wanderweg, so wie man sich den auch wünscht. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Das, was ich im Streckenprofil gesehen habe, verheißt jetzt erstmal etwas schweißtreibende Berganstiege. Schauen wir mal, was da kommt. Hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal wesentlich weniger los. Ich habe jetzt, glaube ich, eben einen Radfahrer getroffen oder so. Ansonsten keine Menschenseele hier. Sehr schön, ganz ruhig. Toll. Sehr schön. Die Hütte hinter mir, die kommt mir richtig bekannt vor. Ja, klar. Hier bin ich ja auch auf der Höhenroute entlang gekommen. An diesem Streckenabschnitt, und hier war die Halbzeit der Höhenroute und hier war auch der Punkt, wo ich Mittagspause gemacht habe. Ich muss jetzt gleich da den Berg rauf. Da weiß ich auch schon mal, was mich erwartet. Da geht es nämlich ordentlich den Berg rauf. Sind Gott sei Dank nur 300 Meter und danach ist auch schon wieder Schluss. Dann kann man ein bisschen oben auf der Höhe gehen und dann geht es auch wieder runter. Gott sei Dank. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal eine kleine Pause, trinke einen Schluck Wasser und dann geht's weiter. Hier oben auf der Höhe angekommen, heißt es jetzt erstmal entspannen und den Fernblick genießen. Ach ja, das war auch ein Abschnitt von der Höhenroute, der mir richtig gut gefallen hat. Das Wetter ist zwar heute nicht ganz so schön, aber nichtsdestotrotz passt. Yeah, yeah. Estás una de más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Nach etwas mehr als 2 Stunden bin ich jetzt wieder am Parkplatz in Schöllerhof. Der Weg hat mir ganz gut gefallen. Am Anfang ist er relativ breit und gut zu gehen und nachher wird es ein bisschen anstrengender, weil man auf den Berg rauflaufen muss. Aber insgesamt ein sehr schöner Weg. Was ich toll finde, ist, dass es Informationstafeln gibt, wo so ein bisschen was zu dem Thema Schwarzpulver und Pulvermühlen erklärt wird. Das gab es auf den beiden anderen Wegen, die ich bisher gegangen bin, nicht. Das würde ich mir auch für die anderen Wege wünschen. Siempre te menciono.